Was haben wir hier? Bekommt Erwecken. Heilen wir ihn ein bisschen. Wir flankieren. Sie hat gerade einen Feind von hinten angegriffen. Das wird als Flankieren bezeichnet und gewährt einen Schadenbonus. Okay, weiter angreifen. Okay, noch mehr. Okay, Geisterwiderstand, Nahkampf. Magiergeschoss. Ich hätte auf ihn 85. Aber hier hätte ich die Beschwörung. Aber wie viel Schaden könnte ich denn machen? Steht nirgendwo. Oh, ich kann die töten. Komm schon. Sehr gut. Okay. Das lief dann schon mal sehr gut. Ich habe eine 60%ige Chance, den Gegner zu mein zu machen. Egal welchen von denen. Dann lieben gerne den hier. 65%. Yes. Okay, den konnte ich perfekt angreifen. Beben, was macht das? Lebende Phase. Verursacht Schaden im Umkreis von 2 Feldern. Beweg dich doch erstmal ein Stück. Die alle hier. Okay. Leider haben sie das alles widerstanden. Okay, er kann die alle aber treffen, was sehr gut ist.
Okay, erstmal Runde beenden. Gucken wir mal, wie viele überleben. Okay. Natürlich kann er Regeneration machen. Aber noch ist alles mehr als super. Also so ein, zwei Einheiten dürfen sterben. Aber bis jetzt läuft es ja wirklich gut. Okay, zwei Einheiten sind gestorben. Er kann zwar einen fast töten, dann soll er lieber den Elementar beschwören. Okay, und er kann sogar gleich angreifen. Er soll ja auch. Okay, der eine wäre tot. Was macht das hier? Na, bringt nicht allzu viel. Zwillingserwachen. Da kann ich ja erstmal auf ihn. Der ist ja neu. Und bitte hierauf. Okay, wir haben diese eine Einheit jetzt getötet. Den soll... Okay, die heilen, sollte ich eher angreifen. Ja. Okay, 100% fast tot. Ja, okay, dann gehe ich doch auf die. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es, die umzubringen. Okay, Angriff. Ach komm schon, Streifschuss, ehrlich. Okay, wen kann ich Schaden machen? Okay, so könnte ich den einen töten. Mache ich auch. So. Nächste Einheit. Okay, erstmal normaler Angriff. Okay, der kann... leider beide einmal angreifen. Gar nicht gut. Okay, der wäre tot. Ja, dann greife ich definitiv an, die sterben. Der Feuer, oder? Nein. Ich hätte meinen Golem mal heilen sollen, weil der wird jetzt wahrscheinlich sterben. Naja. Noch ist es in Ordnung.
War ein bisschen schade im Allgemeinen, wenn er sterben sollte, weil es eine Stufe 3 Einheit ist. Aber den Kampf sollte ich auf jeden Fall gewinnen. Ja, sag ich doch. Leider gestorben. Leider. Okay, wir können noch mal zaubern. Okay. Das macht nur so viel Schaden. Was würde das an Schaden machen? 12. Soll ich sie lieber heilen? Ich guck erstmal. Was der so allgemein. Hier komm. Sollte die Magie eigentlich reichen, um den zu töten, oder? Ja. Die eine tote Einheit ist immer gut für uns. Die Magier machen einfach zu viel Schaden. Die heilen sind halt auch schlimm, ne? Okay, erstmal Heilung. Ich bin betäubt. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay, noch einer tot. Okay, erweck ihn bitte mal. Kann er den gerne auch noch angreifen? Wie gesagt, solange meine Helden nicht sterben, der Rest tut mir nicht wirklich leid. Ei, und schon ist ein Held gestorben. Ei. Ich habe es gerade noch gesagt. Egal, alles ist besser, als wenn ich den Kampf verliere. Jetzt würde ein Verbündeten angreifen, das gefällt mir ja gar nicht. Okay, hier. Dann definitiv den Rest auf dem Magier.
Komm, greif weiter an. Okay, lass dich einmal angreifen. Zweimal. Wie kriegst du dein Erwecken? Okay, damit kann ich viele töten. Ich meine, du bist ein Magier, du kannst jetzt deine Fähigkeit eh nicht mehr einsetzen, weil du so weit weg bist. Das heißt, greif bitte ihn an. Ein weiterer Toter ist ein guter Toter. Eigentlich sollte es so gehen, oder? Geheil du ihn bitte. Ich kann jetzt immer noch den Zauber wirken. Es heilt noch ein paar. Komm, heil ihn. Wenigstens etwas. Zubinden. Es wird doch ein bisschen knapper als gedacht. Obwohl. Passt. Na, Mist. Mit dem Golem hätte ich es jetzt noch sicher geschafft. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich komme 70%, ich muss es schaffen. Dankeschön. Es hätte wirklich in die Hose gehen können. Hier kann ich nochmal jemanden heilen. Das soll mir auch angeblich nichts kosten. Okay, greif ihn an. Dann kann ich ihn vielleicht mit einem Zauber töten. Nicht ganz. Ja, aber er hat noch drei... Ach, komm schon. Du hättest angreifen sollen. Egal, wenigstens greift er ihn an. Okay, mehr erwecken. Definitiv töten.
Runde beenden. Sehr gut mit dem Nahkampf. Okay, ich hab's geschafft. Nein, ich lasse den nicht fliehen, sonst hat er noch eine Einheit übrig. Oh, ich hab's geschafft. Das kam jetzt unerwartet. Okay, Runde beenden. Perfekt. Wir haben gewonnen. Ich hab zwar fast alle verloren. Auch meinen Helden. Wird mein Held eigentlich wiederbelebt oder ist der jetzt für immer futsch? Okay, erstmal mein Held ist ein Level gestiegen. Ich könnte heilen. Die haben ja Verteidigung. Treffsicherheit wird erhöht. Mehr Moral. Erstmal Verteidigung. Wir haben den Ring. Wir sind nicht zu sehen, was sehr cool ist. Auch wenn es an sich nicht zu viel, nicht allzu viel bringt. Roland der Kämpfer. Okay, das heißt, ich muss einen neuen jetzt rekrutieren. Ärgerlich. Die Runde beenden. Abkommen ist abgelaufen, okay. Mach ich aber weiter in den Deal. Sehr gut. Wir haben neue Helden. Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, eher kaltblütig. Dass die Gegner 50% weniger Moral haben. Und es ist ein Magier. Ja, komm. Ich nehme dich. Rekrutieren wir dich. Ja. Rekrutation erfolgreich. Kommst ein Einhorn. Tick schneller unterwegs bist. Okay, wir können was Neues machen. Mehr Nahrung. Nochmal mehr Geld. Produktion. Ich würde sagen Geld. Ich habe zwar einiges an Geld, aber Geld macht alles nochmal viel leichter.